Neue Informationen zu dem Poster sickern gerade durch. Mehr Gerüchte, dass es was mit Season 2 haben. Es sind immer mehr und mehr im Umlauf, dass diese Poster quasi so ein Teaser für Season 2 haben. Dass wir ein Kopfgeld-Season quasi haben in Season 2. Ihr wisst, die Poster, die gerade da überall verteilt werden, wo Most Wanted draufsteht. Und zwar diese Poster hier, die an der Wand hängen, ne? Also gucken wir mal, was wir aktuell wissen. Da sind jetzt ein paar geheime Sachen rausgekommen, wie eine Webseite, die Fortnite dafür startet. Es gibt neue Gratis-Items, die ihr euch holen könnt. Nicht FNCS, aber dazu auch gleich noch ein Reminder, sondern drei neue, durch eine neue App von Epic Games höchstpersönlich, um Clips zu machen. Rate ich euch einmal runter, damit ihr euch wieder mal eure Sammlung voll machen könnt. Fangen wir erstmal mit dem Poster an. Das wurde ja jetzt im letzten großen Update hinzugefügt, ne? Und dort steht Most Wanted drauf, und zwar meist gesucht. Oben links der Text, kaltblütige Schlangensymbol, ne, weil Schlangen kaltblütig sind und so weiter. Und einen neuen Skin, den wir bisher nicht sehen oder bisher nicht kennen. Da gibt es jetzt schon viele Gerüchte darüber, dass es vielleicht ja was für Season 2 sein könnte, dass es drauf anspielt und so weiter. Und ich finde, man, das ein bisschen zu früh ist. Ne? Season 2 ist noch knapp, wirklich fast genau ein Monat weit weg. Und wir kriegen noch zwei große Updates bis dahin. Einmal nächste Woche Dienstag, einmal aufschreiben und dann nochmal in 18 Tagen, also nochmal zwei Wochen nach dem nächsten Update sozusagen. Zwei größere Updates vor Ende März, beziehungsweise vor Ende Februar, Anfang März, damit das Ganze nochmal auf Season 2 alles vorbereitet werden kann. Und dann jetzt schon ein Poster? Ein bisschen früh. Vor allen Dingen haben wir auch gerade das Rissportal mit Stellan und so weiter, das er aufbaut, wo die Story-Aufgaben auch in dem letzten großen Update rauskommt in 18 Tagen. Also das ist der 28. Februar, würde ich meinen. Plus, minus. Müsste der letzte Dienstag im Februar sein. Wo das Update rauskommt, und dort kommen dann die letzten Story-Aufgaben. Und das sollte eigentlich der Teaser für Season 2 sein. So war es bisher häufig mit den Story-Aufgaben in den letzten Seasons. Ne, deswegen, jetzt darüber zu reden, dass das jetzt zu Season 2 gehört und dass wir dort quasi ein Bankräuber-Thema haben mit Überfällen und Kopfgelder und so weiter, schwierig. Wir wissen, dass in den Spielerteilen aktuell ein System gearbeitet wird, womit man sein Kopfgeld tatsächlich für Gold reduzieren kann, so dass man schneller entjagt wird, dass man nicht mehr gejagt wird. Aber ich finde, das passt mit dem Kopfgeldsystem, was wir so haben hier mit den Schildern, irgendwie nicht zusammen, ne? Dass man eigene Poster dafür hat und dass man das reduzieren kann, wirkt irgendwie vom Aufbau her anders. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass hier vielleicht ein komplett neues System gearbeitet wird, wo man nicht ein Kopfgeld sucht, sondern dass jeder das gleiche Kopfgeld hat. Wo der meistgesuchte, der mit den meisten Kills, mit dem meisten Skill, was auch immer, auf der Karte gesucht wird und dann den jeder jagen kann, und dieser Typ kann dann sein Kopfgeld wegmachen und absetzen oder sowas. Oder jemand kann ein Kopfgeld aufsetzen und sagen, dieser eine Spieler muss weg und setzt quasi ein Kopfgeld aus, bezahlt Gold und bezahlt dann denjenigen, der den findet und quasi killt. Das kann ich mir so vorstellen, dass das als Gameplay-Feature reinkommt und so weiter. Ne? Aber es gibt trotzdem noch ein paar Sachen, die mit dem Ganzen zusammenhängen. Und zwar könnte es ein Event werden. Erzähle ich euch gleich zu. Ich laufe hier mal in Custom Games rum, damit ich das in Ruhe erzählen kann, weil ich jetzt in den letzten 4 Tagen überhaupt keine Zeit hatte, Leute, irgendwie Gameplay-Aufnahmen zu machen oder überhaupt Fortnite zu spielen. Ich habe noch keine einzige Challenge gemacht. Ich habe die letzten 4 Tagen hier komplett Hogwarts Legacy durchgestreamt, ne, mit dem Stream und so weiter. Fast jeden Tag einen 12-Stunden-Stream rausgehauen und haben wir jetzt durchgeblästet. Der Support war insane. Dickes, dickes Handherz geht da raus auf jeden Fall, dass ihr das bei mir so krass geschaut habt. Ne, teilweise waren wir wieder über 1000 Zuschauern, klar, wegen Drops und so weiter, weil es Gratis-Items für Hogwarts gab, gibt es immer noch und so weiter. Das Game hat mega Laune gemacht und freut mich, dass wir da komplett ohne Fortnite einen Stream machen konnten, ohne auch nur eine einzige Sekunde Fortnite zu spielen, dass die Leute trotzdem Bock drauf hatten, aktiv waren, dabei waren. Kuss geht raus, ne, freue mich da und freue mich natürlich auf alle weitere Games, die dabei rauskommen. Zelda, hier, Tears of the Kingdom kommt ja noch raus, Jedi Survivor, Diablo 4, Final Fantasy 16, Spider-Man 2 noch Ende des Jahres. Ne? Schaut euch einfach den Streamplan an, dort ist eine Menge, Menge, was noch in nächster Zeit rauskommt und Games, die ich, auf die ich mich freue. So. Da, so viel dazu, erstmal genug mit Schleimerei, ne, und euch mal Honig um den Maul schmieren. Ihr wollt auch wissen, was noch mit dem Poster auf sich hat. Und zwar gibt es jetzt noch ein bisschen Infos über eine neue Webseite zu diesem Poster, und zwar mostwanted.fortnite.com. Die ist ja aktuell noch gesperrt, die ist nur für die Administratoren, weil die dann noch aufbauen und programmieren. Aber es scheint so, als sie auch für dieses Poster
aktuell ein Webseiten-Event bauen, so ähnlich wie für Witcher, wo man dann die Gratis-Items holen kann. Und das Ganze scheint wohl etwas größer zu sein. Nicht nur einfach ein Gameplay-Feature mit Poster oder sowas, sondern neue Skills sollen reinkommen. Eine Webseite, ich denke mal Gratis-Items sind auch logisch. Aktuell gibt es Gerüchte darüber, dass 3 neue Bosse reinkommen sollen, die auch was damit zu tun haben sollen. Nun nicht nur hier der Zeitlose, sondern damit. Viele NPCs, mit denen man spricht, reden ja auch oft darüber, dass sie gerade einen Überfall starten und so weiter. Zum Beispiel der Kollege, glaube ich, Shadow Rebel und so weiter, ne? Und dass er den nächsten Coup plant und tatsächlich auch mit Wildcard, hier, er hat keine Angst, mit Wildcard sich anzulegen. Und Wildcard ist ja auch dieser eine Überfallskin, der hier. Ne, ist er ja auch genauso und hat auch einen größeren Job, der sich gerade angelt und könnte auch vielleicht da so ein bisschen zusammenhängen, ne, dass dort auch noch weitere NPCs rauskommen, die mit diesem Thema anspielen. Ne, was sagt ihr dazu? Ein Kopfgeldsystem, quasi ein Remake eines Kopfgeldsystems hatten wir ja damals mit John Wick, ne, in eines der alten Seasons, ich glaube in Chapter 2 hatten wir das. Da war John Wick, konnte ja auch der mit den meisten Kills, war ja auch quasi gesucht. Ich könnte mir vorstellen, dass das quasi so ein kleines Remake ist, das als Feature dann in das Spiel reinkommt und nicht als eigener Modus. So viel dazu zu dem Poster, aber ihr wollt noch ein paar Gratis-Items abholen. Unter anderem die Erinnerung FNCS dieses Wochenende. Schreibt es euch auf, Leute. Samstag und Sonntag eure einzige Chance, das nächste FNCS-Gratis-Item zu holen für die Fortnite Championship. Ne, und es ist nur diesmal möglich. Das nächste Item ist das Spray. Macht euch die Notiz, das Ganze startet am Samstag um 23.30 Uhr. Ne, und ihr solltet das auf jeden Fall verbreiten, weil selbst nach 7 Tagen und ich glaube mehreren Videos und Remindern haben wirklich noch immer Leute nicht mitbekommen mit diesem Spray-Battle und dem Community-Battle, dass das was stattfand. Und, ne, und da hat 7 Tage gedauert und die Leute haben es immer noch nicht mitbekommen und so weiter. Ne? Deswegen da ein bisschen verbreiten und so weiter. Und ja, wir haben das Event auch gewonnen, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Erster Platz mit 130.000 Punkte Vorsprung. Der zweite Platz hatte 30.000, wir hatten 150.000. Das war insane. So, und es gibt Gratis-Items, die ihr euch holen könnt aktuell mit einer neuen Post-Party-App. Epic Games hat wieder eine neue App produziert, womit ihr euch ein paar Clips und Screenshots erstellen könnt. Ich muss mal ein bisschen leiser reden, Leute, damit ich hier nicht überall reinrede. Aber das Ganze ist jetzt irgendwie von Epic Games programmiert worden und das gibt es für iOS, Android und für PC und ihr könnt das mit jeder Konsole machen. Und zwar heißt die Geschichte Post Party. Fortnite X Post Party, das ist eine App, die ihr euch jetzt runterladen könnt, sowohl für iOS als auch natürlich Android. Einfach im Epic Store bzw. in den jeweiligen Store gehen und runterladen. Dort könnt ihr euch mit eurem Epic Games Konto anmelden. Das ist das gleiche Konto, was ihr benutzt, um natürlich mit euren Geräten zu zocken. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, das Ganze sieht dann so aus hier, ne? Also grandiose Kameraqualität, aber ihr seht es, ne? Dann sieht das Ganze so aus, wenn ihr angemeldet seid. Und da, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr Clips aus eurem Game quasi hochladen. So, und nachdem ihr euch angemeldet habt, kommt jetzt das Ding. Ne? Auf den Konsolen soll man angeblich durch die Optionstaste und so weiter das Ganze aufnehmen können. Steht zumindest hier auf der Webseite, ne? Die Optionstaste auf der PlayStation, Menü auf der Xbox, Plus-Knopf auf Switch und Escape-Taste bei der Tastatur. Und dann müsst ihr halt einen Clip machen, Clip produzieren, dann auf diese Post-Party-App posten und so weiter und dann kriegt ihr entsprechend Lackierungen, Waffenskins, Sprays freigeschaltet, die ich gezeigt habe und so weiter. Ne, ist interessant, hatten wir schon mal ähnlich mit House Party, hieß glaube ich die App, ihr erinnert euch, da konnte man sein Videobild mit Fortnite teilen. Wartet. So, da, ich habe einen Clip gemacht, Clip wird gesendet, ihr da oben. Nachdem ich einen Kill gemacht habe. Okay, jetzt habe ich einen Clip gesendet und das müsste jetzt auf der App in circa 5 Minuten auftauchen. Steht auf jeden Fall auf der Webseite. Ne? Und dann hier produziert werden. Und das nächste Mal, wenn ich dann Fortnite wieder starte, sollte ich die gratis Waffenlackierung kriegen. Okay, ich finde es cool, dass es einfach so da oben eingebaut ist, dass man das so easy klippen kann, sage ich mal. Ist, denke ich mal, ganz nice. Und das sollte auch auf allen Konsolen funktionieren, mit allen Mobilgeräten. Egal, ob ihr Android oder iOS habt. Also mal wieder schön fürs Wochenende, könnt ihr euch ein bisschen Programm abholen, ne? Achtet drauf, holt euch die Gratis-Items, schickt eure Clips mal ein, bin gespannt darauf und schauen wir mal, was das nächste große Update so reinbringt. Heute streamen wir noch ein bisschen Forest und natürlich jetzt die nächsten Tage Fortnite, also kommt heute auch rein in den Stream. Like-Button auf der rechten Seite oder da findet ihr jetzt noch eine schöne Theorie rund um Kim und dass sie vielleicht mit Chapter 1, dem Aim-Skin, zusammenhängt. Schaut es euch an und gebt mir Flosse. Flop!